Cry of Fear ist irgendwie gerade eben Call of Fear geworden. Hier wird nämlich geschossen wie nochmal was. Weil nämlich überall diese verrückten Papptüten. Mal gucken, wenn wir die auf die Papptüte triffst, ist sofort Pappendus da. Super. Sohle. So, so ist weg. Der kommt eh zu dir gerannt. Kannst eigentlich da drin warten. Achso. Kommt nochmal einer, oder? Da hinten. Hast du es? Ich glaube schon, oder? Speichere ich nämlich mal kurz ab. Verwerfe diese drei Patronen. Bin top ausgeruht für. Also, wenn wir jetzt in den Gang kommen, gleich nochmal weiter ran. Ich weiß nicht, ob ich den Gang will. Ich gehe, glaube ich, erstmal zur U-Bahn. Da schießt doch noch irgendwer. Ist hier abgesperrt. Ne, guck mal, da geht's runter. 6. Avenue. 6. dazu. Ach, sie brauchen die Super Keycard 2000. Nee. There's a fuse box. Hier ist die Treppe raufgefallen. Mhm. Der weiß halt, wie du dich in echt verhalten würdest. Ja. Deswegen lässt du dich auch nicht mit dem Fahrrad fahren. Hallo. Und das ist die effektivste Waffe, wenn du mit dem Fahrrad fährst und dann diesen Kick. So. Ja. Hier kam es aus diesen zwei Clowns an. Ja. Aber wie nett, ob ich gewartet habe. Und nun? Sprint, gleich oder? Hin, ja. Ich dachte mir schon, irgendwas rattert doch hier. Hier ist, glaube ich, eine Tür. Nee, what the fuck. Das ist ja blöd. Ah. Muss man den hier irgendwie so einsperren? Nee. Ach, da kann man von auch. Oh doch. Oh, scheiße. Ah, wie machst du das aber jetzt? Da stehe ich genau in der Tür. Mach nochmal kurz auf und schnell nochmal zu. Rechts. Und gleich wieder zu. Rechts wie eine Katze. Jetzt habe ich die G-Taste gedrückt gehalten, ja. Der ganz schön blöd geguckt, du. Katzenartigen Reflex, sonst kommen die zwei Klauen. Aber das ist wirklich schwierig, weil der ist auch total schnell. Here we go again. Viel Glück. Das ist echt schwer. Jetzt mach aber erstmal kurz zu, wenn du da musst. Ja, guck mal, du kannst sowohl außen als auch da. Ich muss ihn erst hier irgendwie. Ja. Jetzt kommt er. Alter, wie schnell der ist. Das ist aber wirklich, der ist echt super schnell, wie soll man das denn machen? Auf ihn schießen, dass er kurz benommen ist oder so. Ja. Dann lege ich nämlich nochmal die Shotgun an. Thank you.
Wandern auf ihn schießen? Wäre nicht nur rückwärts Lauf? Hm, ich würde erst... Nee. Jetzt weglaufen. Und dann würde ich mich kurz da in diesem... Genau, da rechts halt verstecken. Und wenn wir um die Ecke gucken, dann steht er da ja praktisch. Ja, guck, der ist aber noch gar nicht gut. Schon, jetzt geh ich schnell rechts rein. Und jetzt, wenn er hier auf dich zukommt... Ja, was schick. Okay, und jetzt... Oh, nein, er steht so ein bisschen halb drin oder auch nicht, aber ich glaube, das passt. Ja, aber ich kann mich nicht bewegen. Also... Ach komm, ein dummes Spiel, echt. Aber warte mal, lad mal nach. Deine ganzen Shotgun-Shells. Und dann machst du auf und dann schießt du aber gleich. Das klappt halt nie. Schieß, schieß, schieß. Ha! Wetten, das kommt ja trotzdem noch durch. Na. Ja, und du? Sich mal umsehen in Ruhe. Was, der hat halt vorne eine Tür zersägt und jetzt so ein bisschen... Aber schon komisch, dass das nicht... Also ich hätte schwören können, dass wir da rein müssen, wo er jetzt drin ist. Und uns sozusagen damit noch... retten. Ja, ja. Dass wir schnell zumachen, aber... Aber wir müssen noch diese Fuse finden, die gibt's dann... Da liegt hier noch irgendwo rum. Oder lag die da vielleicht drin? Wir die jetzt eingesperrt. Beim Autos. Hier, okay. Hier vielleicht. Door won't budge. Ja. Hier. Door is locked. Hier links, was sind das? Sind das keine Türen, das sind Fenster, oder? Nice. Nee. Können wir da. Das sind Fenster, okay. War da eigentlich noch eine Tür, da wo der Kettensägenmann drin steht? Door is locked, ja, kein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Nee. Nein. Of course. Ist das da drin irgendwas? Also die Tür geht auf jeden Fall auf, wenn wir den richtigen Schlüssel hätten. Ich gehe nochmal zurück und schaue, ob es noch eine Abzweigung gibt, die ich eben nicht nehmen konnte, weil der so schnell war oder so. Ist hier noch was? Dö. Hüp. Du hast jammed. Oh. Kannst du es aufhauen? Ja. Ja, okay. Das wäre wahrscheinlich gegangen, wenn der Kettensägenkerl... Das ist, glaube ich, Birken dafür. War richtig. Cool. Ich hatte echt schon gedacht, dass ich jetzt nochmal den Käfig aufmachen muss, um da irgendwie nach was, was am Boden liegt, zu fischen. Aber selbst das hättest du geschafft. So. Hatten wir doch vorhin schon mal, als wir hier rausgekommen sind. Wenn du zu U-Bahn wolltest. Achso, sind wir hier wieder durchgekommen. Ach, das war jetzt einfach nur die. Wir sind jetzt hier einfach nur nochmal. Wir müssen hier wieder rein und da die andere Abzweigung nehmen. Das hatte ich nicht gecheckt. Warte mal, so. Da sind wir durch. Hä, dann sind wir. Ja, aber da war doch vorhin kein Speicher. Meinst du, dass da vielleicht echt in diesem... Wir haben ja da eben gespeichert, an dem Punkt. Das heißt, ich mache es da nochmal auf und schaue, ob diese blöde Sicherung halt im Bereich drin ist. Wenn es halt schieß sie nochmal an und dann... Das klappt bestimmt. Vielleicht hat er sich auch... Vielleicht hat er auch aufgegeben. Ich bin voll ab. Oh, warum steht er jetzt nicht da noch? Ah, Scheiße!
So, nur du und ich. Das ist Thunderdome. Wo war man da? Nee. Das letzte halt. Doch, ganz oben. Nee. Doch, 15. Aber das ist doch nicht Sewer Tunnels. Ach doch. aber lag da jetzt was? Was suchen wir in der Sicherung, oder? Ja, so eine Fuse. Ob man die vielleicht gerade bei dem Tor findet, weil ist ja auch von irgendwo elektrisch betrieben. Schieß ihn mal an, wenn wir aufmachen. Mach mal. Ja, genau. Okay. Ah, mach mal. Nein, wieso bleibt er denn nicht stehen? Davor ist er auch die ganze Zeit stehen geblieben. Yo! Ach, come on. Ja. Tricky. Das macht ihm aber echt nichts, wenn man den mit dem Shotgun. Ja, aber vorhin schießt. Ist er doch auch immer kurz stehen geblieben da. Ja, irgendwie schon. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt richtig ist. Aber ansonsten, ohne was in den Händen, brauchen wir nicht wieder zurückkommen. Müssen wir irgendwas von da mitnehmen. Ohne was muss man nicht wieder zurückkommen. Ich versuche jetzt einfach mal, egal ob ich es zersägt werde oder nicht, oder sieht man da an dem vorbei? Warte mal, ich kann doch die Sniper Rifle nehmen, Zoom. Liegt da irgendwas? Wenn wir einen Punkt laden vor der ganzen Sache. Also wo er noch nicht da zwischendrin eingesperrt war. Dann. Und wie halt als erstes reinlaufen. Naja, aber dann muss ich ja auch wieder hier rauskommen. Also ja, schon, aber ich glaube, ist es halt der enge Gang und der Typ mit der Kettensäge. Ja, ich glaube, das bringt nichts, er wird nicht sterben. Ich muss ihn halt wirklich rauslassen und dann. Ja, genau, und erstmal hängen bleiben, das ist wichtig. Das ist so knapp. Nein! Das Schlimme ist auch echt. Selbst wenn ich halt es schaffe, da reinzukommen, dann schaffe ich es halt nie, da wieder rauszukommen. Ja, falls es da halt nicht ist. Sind wir halt ja, selbst wenn es ja, da stimmt, ist. Ja, stimmt, da gab es ja keine Tür. Ja, ich muss ja auf jeden Fall den Weg wieder zurück. Haben wir denn irgendwas, was den... Nope. Ich meine, das ist schon das Stärkste, was wir in, ja. im Arsenal haben. Und im Gegensatz zu dem mit den ganzen Nadeln im Kopf, scheint der echt nicht kurz innezuhalten. Run away. Run away from the pain. Oh, nochmal. Nein. Oh, ich hasse es, ey. Dann gib mir keinen. Das ist aber fies jetzt. Ach, komm halt! Das ist doch scheiße! Ich frage mich, ob ich. Mit so einem Ausweichmove. Nee, es ist einfach nur, ich muss ihn halt nur weit genug weglocken. Warte mal, ich muss ihn weit genug nach hier hinten locken. Und zwar normal, mit normaler Geschwindigkeit. Oh, warte, was ist denn das da links? Ist nichts, gell? Nee, warte, nicht das, nicht das. Nee, ein bisschen weiter rechts. Da. Ist das ein Stein? Okay, ich wollte noch sicher nicht, dass wir immer dran vorbeilaufen. Muss theoretisch halt ihn aus der Gasse rauslocken. Juhu! So. Also du nimmst ihn ganz zurück und gehst durch die Tür vielleicht. Nee, also ich brauche hier den Platz, um an ihm vorbeizukommen. Die Sache ist, ich muss den, ja. den Zeitvorteil nutzen, den ich mit dem Sprint schaffen kann, um das Tor zwischen mich und ihn zu kriegen. Jetzt komm mal an. Lad. Ich habe keinen Spielstand mehr vorher, oder? Doch. Nimm mal den Spielstand zuvor und lauf einfach mal rein, dann schauen wir es uns zumindest mal an.
Weil wenn wir das jetzt alles machen und am Schluss sind sind die Sachen halt nicht drin. Welcher war das? Der halt davor, der hier. Das da. Ja. Muss nur auf die Uhrzeit gucken, dann weißt du es. Ist jetzt halt ein bisschen, ja, aber mein Gott. Das Nee. ist es doch nicht, oder? Das ist das Letzte, was wir haben. Das ist es nicht. Aber da ist noch Wir ewig haben viel zu davor nicht. tun. Ja, aber wir haben davor halt Oder? nicht mehr gespeichert gehabt. Ja, dann muss ich jetzt die ganze Schießerei scheiße. Nee, das machen wir nicht. Das mache Okay. ich. Muss ich alles nochmal spielen. Okay. Das sind 20 Minuten oder was? Das war Ja? eine ganze Okay. Folge. Das klappt Dann schon. haben wir den anderen überschrieben. Ja. Das ist ja egal, ob ich volles Leben habe oder nicht, der tötet mich hier trotzdem mit einem Schlag. Ich meine, das ist eine fucking Kettensäge. So, jetzt warte mal. Ich frage mich gerade, ob der ganz kurz so stuck ist, wenn du das Tor aufmachst. Also sozusagen, ob du ganz kurz diese eine Sekunde nützen könntest, um an ihm vorbeizukommen. Ja, unwahrscheinlich. Da kann man Nicht, dass er. aufbrechen. Aha. Scheiße, wir hatten das halt schon. Wir hatten das halt von Anfang Ich muss dich bücken. an. Oh nein. Ah. Das Internet hat's gesehen. Shit. Gott sei Dank hast du gespielt. Nicht ich. Frauen an den Herd, kann nicht mal zocken. Corinne auch nicht. Pistolero. Also ich soll dann auch recht spät entschlossen zu sterben. Schön. Das ist Absicht, dass man da jetzt hinguckt. Okay, hier geht's auf. Schön. Kommt da jetzt irgendwann mal ein. Das ist doch prädestiniert dafür, dass mir diese blöden Betten jetzt nachkommen, ne? Ich glaube, du musst dich. Ausgetrickst. Eine Kletterpassage, oder? Also irgendwie muss man hier, glaube ich, die ganze Zeit hoch. Hier geht's irgendwie weiter. Also hier geht's los. Ich weiß auch noch, was da vorne ist. Sieht so aus, als würde da plötzlich was eingeblendet werden. Hätte ich nicht sagen sollen? Das ist eine verbesserte Pistole mit so einem. Wahrscheinlich die geht dann wahrscheinlich semi-automatic. Ach so. Aber hatte ich für die andere Cool. mehr Munition? A Bestimmt. fairly powerful 3-Round-Burst-Fire-Pistol. Mir gerade noch. Oh, schnell. Nein, die Kids. Nein, nein, die Kids. Nein. Nämlich halt immer einer von denen, ja, das ist auch leer, ne? Mal ganz kurz probieren, wenn ich jetzt die andere nehme, ob die eine andere Munitionsart benutzt. Na toll. Glock 9 mm, was hat die? Das ist was anderes. Aber die ist gut. Ja, dann benutzt, machst du jetzt auch noch voll leer deine Person, die du hast. Da kommen bestimmt noch Gegner. Und dann zur Not, wenn du die Waffe so sehr vermisst, könntest du ja nochmal runterkommen. Ja. Ich meine, der hat doch einen Rucksack, oder nicht? Da kann er doch noch so eine kleine Pistole reintun.
Selbst wenn da kein Rucksack, der hat ja auch so ein Hoodie an, dann kannst du, glaube ich, schon vorne in die Bauchtasche. Ich kenne mich zu was aus. Da kann man alles in der Bauchtasche. Denk schon. In Jump. Jump again. An sich würstelt. In die Master. Nein. Da. And jump. I feel great, Arnold. Wenn man da einmal Combine gedrückt hat und dann nichts findet, dann ist man aber ganz schön gefickt. So, das gibt's hier. Naja, das war Munition für das andere. Ja, willst du dann noch zurück? Ja. Weil sonst musst du vielleicht mehr klettern. Ja. Meine Hoffnung ist halt, dass sie jetzt einfach sagen, ab jetzt hat man diese MVP70 zu benutzen. Und wenn die Depp immer noch die andere benutzt, oder kann ich denn nicht lieber die weglassen? Weil ich meine... Die Sniper. Ja. Ja, wenn die andere so... so viel Power hat, dann schon. Ich meine, theoretisch kann ich halt mit der, die Pistole geht ja auch relativ weit. Ich muss halt öfter schießen. Ja, und du musst ja nicht so präzise Schüsse machen, weil beim Bett, hast du ja gesagt, sobald man das Bett berührt. Ja, aber da ist es halt schon, auch, dass die halt auch richtig Durchschlag hat. Also deswegen brauche ich auch nur einen. So ja. Muss ich halt... Dafür findest du für die voll viel Munition. Ja, egal was wir gemacht haben, wir haben es jetzt schon alles falsch gemacht. Was liegt ja. Da? Mit Schwung. Of course. Dann rüber, oder? Gerade? Oder hier rüber? Nee, ich glaube eher links und dann rechts kann es sein. Weil da geht es ja nur nach unten und hier muss ja dann hier so durch. Ich glaube, ich muss. Reicht es? Da geht's hier nochmal rüber. Ist hier noch. Von da kommst du her. Auch wo. Okay. Da links, oder? Verrückt. Kann man das kaputt. Ah, ja, okay. Da musst du dann rüber. Weil du kommst von unten. Und du musst jetzt einfach. Oh, du blöd, Mann. Ja gut, den packst du. So schwer ist er nicht. Ne? So, aber wo kann ich hier ist diese blöde was Querstrebe? Oh Gott, ich will nicht. Nee. Okay. Gut. Habe ich gerade ein ganzes Magazin verschissen. Scheiße. Gut. Sehr gut. Ja, mit dieser Höchstleistung entlassen wir euch in die Pause in der nächsten Folge, dann hoffentlich sparsamerer Pistolenansatz. Ciao. Ciao.